Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. In der letzten Folge haben wir den Boss der Verfolger getötet. Und ich habe ja schon gesagt, ich muss mir jetzt so überlegen, was wir jetzt machen. Und ich glaube, wir gucken uns nochmal in dem Gebiet um und die beiden Bosse. Da gab es ja einige Ecken, wo ich zurückgegangen bin oder gesagt habe, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Und ja, das werde ich jetzt machen. Mal gucken, ob die uns noch irgendwas gibt. Hat die wieder Menschlichkeit? Nein. Okay! Nice! Läuft! Ah, was hat die uns da jetzt gegeben? Ja. Ausrüstung. Was macht der nochmal? Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Weil ich die jetzt alle gleichzeitig. Ich denke schon, ne? Das ist nice. Jetzt kriegen wir mehr Seelen von Gegnern. Das ist. Ja. Nice. Habe ich, glaube ich, schon mit. Okay, genau. Also, wir teleportieren uns jetzt zurück in den Wald der gefallenen Riesen. In den. Ja, in den Kardinalsturm und dann gucken wir uns da noch mal ein bisschen um. Da unten war ja noch diese eine Höhle mit dem feuerspeienden Irgendwas-Ding drin. Das möchte ich mir mal angucken. Ich möchte mir noch mal die Vorrichtung in dem Raum angucken. Ich frage mich gerade, was dieses Symbol bedeutet. Also das dritte. Ich habe gerade natürlich keine Ahnung. Ist auch egal. Also den Ring merkt man aber schon auch die höheren Stats jetzt. Also vorher haben wir den so 180 Schaden gemacht. Jetzt immerhin schon mal über 200. Das ist schon mal ein Fortschritt. Autsch. Dass man da Schaden bekommt, ist eine Frechheit. Hier hätten wir noch einer, wenn ich mich recht erinnere. So. Genau. Guter Anfang. Genau, und ich wollte mir noch überlegen, wie ich da hinten hinkomme. Und ich frage mich auch mal noch, was diese ganzen Bäume hier bedeuten. Ich meine, da kloppen ständig irgendwelche Typen drauf. Und ich kann sie auch untersuchen. Also irgendwas muss da noch sein. Rutschen wir ja mal runter. Okay, Dicky, du willst spielen? Dann spielen wir. Komm, 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 komm. Okay, das war richtig schlecht von mir. Wollte ich auch fast nicht sterben hier. Wisst ihr was? Wir klettern mal kurz hoch. Da kann ich ein erstes Flakus nehmen. Und ja, dann geht das auch besser. Eieiei. Mieser Start in die Folge. Und wir gehen jetzt einfach andersrum runter. Kein Bock darauf. Aber wir haben auch inzwischen wirklich mehr Leben. Wir werden durch ein erstes Flakus schon nicht mehr vollgeheilt. Schon so ein bisschen schade. Dass man noch überall Schaden bekommt. Dann waren wir hier. Das könnte ein guter Weg sein, dass ich. Oh, das muss ich mal ausprobieren. Ich habe ja gefragt, wie man darüber kommt. Ich könnte mal versuchen, hier auf den Ast lang zu balancieren. Nur vielleicht nachher einfach rüber zu springen. Das mache ich aber erst, wenn ich den. Typen hier. Und die Typen so ein bisschen besiegt habe. Das ist mir sonst doch ein bisschen zu gefährlich. Wurfmesser, nice. So,
Stücke kommt ja auch noch. Weil hier werde ich nicht hochkommen, aber wenn ich da einfach so rüberjumpen kann. Das wäre doch nice. Wo? Wo kommt der denn, ja? Den gibt es gar nicht auf dem Schirm. Ah, yeah. Okay, genau. Und in der Höhe da unten war der Salamander, den wollte ich mir auch noch angucken. Ich werde auch, glaube ich, erst noch versuchen, den Dicken da wegzumachen. Was soll es sein, Schwert? Autsch. Also irgendwie hatte ich das Teil bei dem schon mal besser raus und das Schwert ist da keine gute Waffe, stelle ich mal fest. Geht doch. Nicht schön, aber immerhin tot. Da nehmen wir auch einen Lebensstein. Muss die auch mal neue von kaufen. Genau, und ich glaube, man kann hier echt drüber springen. Jawoll! Das hat doch funktioniert. Sehr schön. Prismastein. Okay. Hurra für Wald. Alles klar. Geht's ja auch noch weiter oder war das wirklich nur für diesen Gegenstand hier? Ja, scheint echt nur für den Gegenstand gewesen zu sein. Oder? Vision von Office. Ich glaube nicht, dass man hier weiter kann. So. Den da ignorieren wir jetzt mal, der wird uns noch nicht nerven. So, und hier war jetzt so Feuer. Feuerspucken, genau. Und ach, da geht's weiter. Warte ich. Nicht wirklich, nicht wirklich. Oh. Oh. Okay, das ist doch nett. Langschwertfeuer, das ist nice. Wenn es das ist, was ich denke. Ja. Okay. Nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Wie Gewicht hat das? 3. Da gucken. Ja gut, also es macht zwar weniger Grundschaden, das ist die 115 auf die 78, die da oben sieht, aber es macht halt noch 78 Feuerschaden. 78 Feuerschaden ist meistens nicht schlecht. Ich müsste vor allem mal gucken, wie lang das auch ist. Ja. Ungefähr so lang wie das andere. Ja, aber jetzt bin ich vom Gewicht her drüber. Aber das können wir eigentlich regeln, indem wir das hier einfach mal. Ich möchte einfach nichts dran haben. Das müsste doch auch gehen. So, genau. Jetzt, ja. Sehr schön, jetzt bin ich leichter. Gut, können wir den Punkt schon abhaken. Ich warte noch, dass einer beschossen wird. Danke, und jetzt laufe ich raus. So. Hätten wir das schon mal. Ich glaube, hier ging es nirgendwo weiter. Da sehe ich auch keine Treppe zum Hochkommen. Keine Leiter. Auch nicht, da komme ich auch nicht drüber. Dann haben wir den Punkt abgehakt. Ja, ich denke als nächstes. Ja, was machen wir als nächstes? Als nächstes müssen wir uns erstmal hier lang, um überhaupt wieder rauszukommen. Hinter mir ist nichts gut.
denke, der Jupp hat mich gesehen. Dann können wir gleich mal das neue Schwert ausprobieren. Naja. Ist in Ordnung. Allerdings hat das andere schon noch mehr Schaden gemacht. Muss halt jetzt so ein bisschen drauf gucken, welcher Gegner gegen was Resistenzen hat. Ich guck gerade, aber das war schon. Hätte doch eins mit 115, oder? Da. Genau. Welche Gegner wo gegen Resistenzen hat? Weil es gibt halt Gegner, die sind gegen Feuer anfälliger. Und dann ist natürlich Feuerschaden sehr nice. Ja, hallo? Ja, ich kämpfe jetzt gerade ein bisschen unvorsichtiger, weil ich nachher mit Ernst leider verlassen werde. Aber ich muss dann nochmal durch, um überhaupt zum Lagerfeuer zu kommen. Autsch! Ja, mit. Jetzt hoch hier. Genau. So, hätten wir das auch. Regenerieren wir uns kurz. Und jetzt gehen wir hier weiter. Da wollte ich mich auch nochmal umgucken. Ich wollte mir noch einmal das Hochplateau da oben angucken. Ich wollte mir da unten die Vorrichtung nochmal angucken. Vor der Truhe, da war so ein komisches Ding in der Wand. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal genau angucken. Frechheit. Wow! Ich war voll assi von dem Typen. Eieiei. Kickt er mich mit seiner Feuerbombe da einfach runter? Ah ja, hätte ich eigentlich mit rechnen können. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sorge ich dafür, dass der mal der runterkommt? Na? Willst nicht? Ne, der fühlt sich da oben ganz wohl. Kommt der Fette natürlich auch noch. Gut, das ist auch nicht. Bogenschützer. Bogenschützen sind immer nervig. Kommst du hier rein? Ja, kommt er. Ja, also man merkt den Ring doch schon recht deutlich. Dass der ein Turret ist, ist doch ganz angenehm. Okay. Alles klar. Läuft bei dir. So. Nach mir irgendwas hier. Ich hoffe, bis dahin kommt er nicht. Trinken einen Schluck und klettern dann hier hoch. Der Dicke kann ja nicht mehr angeflogen kommen. Den hatten wir ja schon getötet. Immer diese Typen, die so tun, als würden sie schlafen. Das glaubt euch doch kein Mensch. Nein, Damage. Und tschüss. Schimmernder Nebenstein, sehr schön, ist einer der stärkeren. So. Oh. So, haben wir den auch. Sonst scheint hier oben auch nichts zu sein. Aber können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ja, da oben irgendwo haben wir den zweiten Boss gekillt. Genau. Genau, hier wollte ich mich auch noch umgucken. Ich glaube, da waren wir nämlich auch noch nicht überall. So, gucken wir uns hier mal um. Ach, und da hinten lag ja auch ein Gegenstand. Ah, ja. Ist wahrscheinlich eh nur wieder ein Rüstungsteil, das uns nichts bringt, aber
Es ist so Rollenspiel-Manier, man nimmt irgendwie alles mit, was man kriegen kann. So, genau, jetzt. Und guck mal, dahinter ist auch ein Eingang. Es muss auch noch herausfinden, wann diese Barrikaden effektiv wegräumt. Also Feuerbomber hatte ich ja schon ausprobiert, war es nicht. Ich meine, davor die Wand haben wir auch irgendwie aufgesprengt bekommen. Das war aber mit den Fässern und den Feuerbomben von so einem Typen. Ich weiß nicht, ob ich es auch mit meinen kann. So, genau. Jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wenn wir nicht gerade abgeballert werden. Ey. Ach, guck mal, da steht noch ein. So, ja, wenn wir hier. Ja. So, den ersten. Oh! Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Hey. Tod voraus. Ja, das sieht auch so aus. Eieiei. So, kommen wir ja auch irgendwie wieder vernünftig weg. Dann sieht man die Dose. Können wir auch klettern. Oh. Hallo. Ah, warte mal, dann nimmt er was. Ja, Entschuldigung, jetzt komme ich da zu früh runtergesprungen. Okay, okay, okay. Na komm, nehmen wir einen Lebensstein, kaufen wir nachher neue. So, und du kommst mit. Den Bogenschützen. Ehrlich, keinen Bock. So. Haben wir das schon mal? Komme ich darüber? Aktuell gar nicht. Ja, okay, okay, okay. Fahren wir uns mal hier hin. Da liegt auch noch was. Eine Fackel. Das ist doch schön. Falle voraus. Ah ja. Falle ich auch zu niedrig? Dann möchte ich nicht hin. Okay, jetzt ist die Frage, wie ich da hinten vernünftig hinkomme. Das heißt, aktuell sieht das aus, als müsste ich hier lang. Okay. Ja, da ist man auch immer Schaden bekommen, dass man irgendwo so ein Mini-Stück runterfällt. Also ich glaube, ich muss mich hier davor ins Haus fallen lassen, dann da runter, da lang laufen und dann da hinten irgendwo ist bestimmt eine Leiter. Da kann ich mich. Nee. Muss schon hier sein. Natürlich kann man auch wieder falsch haben. Alles andere wäre langweilig. Genau, dann hier lang. Ah, sieht doch schon mal vielversprechend aus. Titanisch. Oh, nice. Warum dann aufgeben? Ich möchte eigentlich nur das Tor aufhaben. Hebel? Fragezeichen. Ja, ein Hebel wäre super. Ich sehe nur leider keinen. Seht ihr, es lohnt sich immer noch mal, sich in Gebieten etwas genauer umzugucken. Da vorne ist eine Leiter. Damit würde ich auf die Mauer kommen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie ich da rüberkomme. Ich glaube, wenn ich hier versuche rüber zu jumpen, sterbe ich kläglich. Das hier sieht auch nicht so wirklich vertrauenserweckend aus. Ha. Naja, und hier, da lang. Ne, das wäre auch vergessen. Hm.
Such linke Seite. Soll ich da drauf jumpen? Ich habe ihn nie im Leben. Das kann ich vergessen. Ha. Allerdings sehe ich gerade auch keinen wirklich anderen Weg. Ich meine, da oben komme ich bestimmt durch den Eingang da oben irgendwie hin. Und von da aus wäre es überhaupt kein Problem. Also da habe ich dann darüber und dann lalala da lang. Aber ansonsten. Der Eingang da oben ist ja schließlich dicht. Ich meine, ich kann es gerne mal probieren mit dem Springen hier, aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Jetzt kommt so ein Spiel wie Dark Souls auch noch mit Rätseln um die Ecke. Immer das Schlimmste. Oder ich übersehe gerade irgendwas total Offensichtliches. Das kann natürlich auch sein. Ne, dein. Ja, da. Das wird doch wahrscheinlich funktionieren. Ha! Ich schon mal hier. Okay. Okay. Ja, also, geht doch alles. GG, easy. Okay. Hallo? Menschenbild. Nice. Ich warte, ich bin jetzt gerade so. Oh, okay, da geht's runter. So ein bisschen skeptisch, weil ich warte eigentlich nur darauf, dass der nächste Stein kommt. Aber ich höre gerade nichts. Hallo. Okay. Na, sollte man natürlich doch sein. Gelbes Kraut, okay. So, dann reden wir doch mal mit dem Typen hier. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Ja, also warum kartografieren? Ja, damit ich vielleicht meine Karte bekomme, hätte würde ich nützlich finden. I came to this land some time ago. Drangling, the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. As something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenmark. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait, no. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion.
Ah, das ist nice. Es gab ja in Majula dieses eine Haus, was verschlossen war, dieses große. Ich nehme an, das ist die Villa, die er meint. Dann kommen wir da jetzt rein. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. I'll be back in the... Perhaps we will meet again. And... I'll be back... Okay, das war alles, was ich sagen konnte. Aber doch, ja, recht nützlich, muss man ja mal sagen. Recht interessant, wir haben den Schlüssel bekommen, das ist auch nice. Vorsicht vor Unglück, ja. Also hier geht's. Ich guck gerade, ob man da unten, aber ich sehe da unten nichts, dass es sich lohnt, da reinzuspringen. Das ist halt in Dark Souls, wenn man 90% der Sachen, wo man reinspringt, ist man tot, aber bei 10% kann es sich durchaus mal lohnen. In Dark Souls 1, in den Katakomben war es richtig krass, da konnte man dann, wusste, wo man springen kann, 99% des Wegs skippen. So, und jetzt sind wir tatsächlich auch auf die Mauer noch gekommen. Nur den Hebel sehe ich immer auch nicht. Lügt mal voraus. Ah ja. Die Wand ist auch massiv. Haben wir hier irgendwo? Nö, nö, nö. Also irgendwie bringt es uns nichts, hier auf die Mauer drauf zu kommen, weil wir keinen Hebel haben, um das Tor unter uns zu öffnen. Das ist ein bisschen schade. Auf das Dach komme ich auch so drauf. Ha. Huh. Oder übersehe ich ihn gerade nur? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube. Ah, dann, dann, dann. Wache, ja. Können wir uns hier runterrollen? Ne, auch nicht. Bin ich hier gefangen oder was? Hallo, ich möchte hier raus. Ah, sorry, okay. Ich kann mich nur da hinten aufs Dach rollen, wie es aussieht. Das ist ja nervig. Oh, ah, so weit runter wollte ich nicht. Auch nur das Mauerstück. Ist da noch irgendwas Tolles? Den tue ich zumindest nicht. So, da war ich, da war ich, da war ich. Habe ich da oben... Habe ich, glaube ich, auch nichts groß übersehen. Ja, da unten brauche ich einen Hebel für. Den ich nirgends mehr sehen kann. Okay, dann denke ich, gehe ich da vorne wieder zurück aufs Dach und kletter da hoch, um wieder zum Leuchtfeuer zu kommen. So, jetzt haben wir noch knapp eine Minute für die Folge eigentlich. Ich überziehe mal ein bisschen, weil wir ja fast durch sind, aber ich möchte auf jeden Fall nochmal da unten hinter dem Raum mit den Ballisten mal noch diese eine Vorrichtung in der Wand. Die wollte ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und danach werden wir uns hier unten nochmal etwas genauer angucken. Ich meine, den Boss haben wir platt gemacht, alles schön und gut, aber es ist bestimmt noch die ein oder andere Sache, die wir erfolgreich übersehen haben. So. Hallo. So, ich hoffe, das wird jetzt nicht wie in den Folgen, wo wir das erste Mal rein sind, dass ich daran so ewig lange verzweifle. Ah, aber sieht auf jeden Fall besser aus. Und tschüss. So, genau, das waren auch schon alle vier. Sehr schön.
Ja, genau. So. Ein Schlüppchen. Nach da unten sind jetzt noch diese drei helle Bahnen drin. Das kann ja auch mal ein Spaß werden. Obwohl, einer schon mal down. Läuft ganz gut. Da kommt dann. Oder kommt der nächste? Put, put, put. Ja, da kommt jetzt einer. Sehr schön. Und auch nur einer. Haben wir ihn auch. Ganz schön dunkel hier unten. Auch keine. Oder, kann ich, nö. Kein Fackelständer, schade. Aber einer müsste hier noch sein. So. Echt unverschämt dunkel hier. Die Truhe hatte ich geöffnet. Genau. Bam, bam, bam. Ich glaube, sonst war hier auch nichts. Ne, genau. Der Raum ist leer. Was ich mir nochmal angucken wollte, war. Genau, das Ding hier. Pharos Wahrzeichen. Pharos Wahrzeichen, Verkünder. Ach, ah! Okay. Ha. Okay, machen wir einfach mal. Das hatten wir bei der Händlerin gekauft. Okay. Oh, okay, nice. Nicht hier. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Okay, zwei Truhen, immerhin. Alles safe. Titan schon. Oh, das ist schon mal nice. Mit der Truhe. Möchte mir auch nicht fressen. Sehr nett. Chlorantiering. Okay. Chlorantiering. Chlorantiering. Was kann der? Oh, sehr nice. Erhöht Ausdauerreaktion, hört sich jetzt nicht so super duper an, aber ist, mal gucken, wie stark die, oh ja. Gucke mal, wie schnell die Ausdauer jetzt reagiert. Das ist ja richtig nice hier. Okay, dann hat sich das ja gelohnt, sich das nochmal anzugucken. Das sind ja so Kleinigkeiten bei Dark Souls, muss man lernen, ein bisschen, das, einzuschätzen, wo es sich lohnen würde. Was haben wir jetzt vorhin? Also der zerstört, erhöht meine Angriffskraft, Seelen, Ausdauerregeneration und der hier erhöht maximal TP. Okay. Auch nicht schlecht. Gut, dann werde ich jetzt zum Lagerfeuer noch laufen und hier dann auch die Folge beenden. Ja. Genau. Ja, also ich war jetzt nicht sonderlich spannend, aber erfolgreich, würde ich behaupten, die Folge. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.